So, wir sind jetzt hier im Terminal und zwar haben wir jetzt da hinten die ganze Funktion. Also ich stelle jetzt mal umeinander und zwar Steuergerät machen wir einfach mal alles auf 10. Dann Steuergerät 2, das gleiche, 10, und so weiter. So kann man das mit alle 4 Steuergeräte machen. Dann gehen wir rein, Getriebe, Grenzlast, weiß ich, stellen wir auch. Wir stellen jetzt alles auf 10, da ist das gut zum Nachvollziehen, noch, wie ich das gemacht habe. 10. Dann haben wir hier Memo-Wendegeschwindigkeit. Die ist jetzt auf 3, beziehungsweise die lassen wir jetzt mal auf 3, die schalten wir jetzt einfach aus. Dann gehen wir wieder zurück ins Hauptmenü, blättern wir weiter. Zum Beispiel hier jetzt die Breite, kann man jetzt zum Beispiel aufstellen auf 4 Meter, 3 Meter, wie es beliebt. Dann zum Abnullen jetzt zum Beispiel manuell, dann auf 0, dann wieder auf Automatik. Hier kann ich jetzt auswählen, ob ich den Hektarzähler in der Fronthydraulik oder in der Heckhydraulik aktivieren will. Hier wird er aktiviert über den Heckkraftheber bzw. Frontkraftheber, was angewählt ist. Und hier wird er aktiviert über Zapfwelle, also sprich, wenn Zapfwelle einschaltet, dass dann der Hektarzähler zählt. Gut. Und so ist es bei alle 4 Hektarzähler. Und dann speichern wir jetzt einmal unsere gespeicherte Sache ab. Und zwar ist das jetzt bei mir doof, weil ich habe jetzt da hinten, das nehmen wir jetzt gerade mal unterm Mulcher. Und dann gehen wir jetzt mal blättern auf der Mulcher, übernehmen das und jetzt werden die eingestellte Daten werden jetzt abgespeichert. Jetzt hat er die aktuelle Daten abgespeichert. Wenn ich jetzt Sendung ausmache, hört man hier. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr das gehört habt oder nicht. Er macht hier im Kästchen drin auf jeden Fall Klack. Dann sind die Einstellungen übernommen. Und wenn man jetzt einschaltet, jetzt habe ich ja die Einstellungen praktisch schon eingestellt im Terminal. Diese Daten, wenn ich jetzt hier drauf gehe, hier drauf, dann sind die jetzt unter Mulcher gespeichert. Dann klicken wir drauf, dann ladet er die Daten und wenn das Häkchen wieder kommt, machen wir wieder Sendung aus. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, jetzt hat es wieder klack gemacht. Und wenn ich jetzt einschalte, dann sind die Daten vorhanden. Sprich, wir haben jetzt unseren Tempomat hier auf 10 km/h, der zweite Tempomat auf 10. Memo-Wendegeschwindigkeit ist ausgeschaltet mit 3 km/h. Die Grenzlastregelung ist auf 10. Und von meinen Steuergeräten ist jetzt hier praktisch bei den ersten 2, wo ich verstellt habe, ist jetzt das bei 10. Das wäre jetzt, und wenn man jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt loslegen will zum Flug oder so, und ich brauche jetzt das blaue Ventil zum
Pflüge, dann lasse ich den Schlepper laufen, beziehungsweise kann ich den mal schön laufen lassen. So lasse ich den Schlepper laufen. Natürlich jetzt leider wieder. Und dann gehe ich jetzt zum Beispiel hierher, mache das Schloss auf, gehe ins Steuergerät rein, mache jetzt hier die Uhr weg und jetzt hebt er praktisch seinen Öldruck von 10, hebt es 10 Sekunden und wenn jetzt die 10 Sekunden vorbei sind, dann schaltet er selbstständig wieder ab. Zum Beispiel jetzt beim Flugdreher oder ja, für was man das alles braucht. Das war jetzt diese Geschichte. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch Heckkraftheber auf, so ist ja ganz normale Funktion, auf, ab, man sieht es auch hier, auf, ab. Und wenn ich jetzt hier die Automatikfunktion drücke, dann kann ich den Kraftheber mit der Go- und End-Taste betätigen. Das gleiche ist jetzt, wenn ich meine Zapfwelle vorwähle, gehe hier auch auf Automatik und ich habe beide Automatik gedrückt, vom Heckkraftheber und von der Heckzapfwelle, dann schaltet er die Heckzapfwelle und den Heckkraftheber mit Go und End. Diese Go- und End-Taste sind für den Frontkraftheber, da ist das gleiche Spielchen, aber nur, wenn man hier einen Frontkraftheber mit Lageregelung hat. Wenn man den Frontkraftheber mit Lageregelung nicht hat, dann kann man die Go- und End-Funktion für den Frontkraftheber nicht nutzen. Aber zurück zum Speichern. Wir haben jetzt das abgespeichert. Jetzt machen wir den Schlepper wieder aus. Und jetzt möchte ich meine gespeicherte Funktion zum Mähen aufrufen. Schalten wir wieder ein. Wartet, bis er hochgefahren ist. Dann blätter ich weiter, gehe hier in meine gespeicherte Sahne und jetzt machen wir Mähen. Jetzt werden die Funktionen Mähen hochgeladen. Jetzt ist hier der Pfeil und wenn ich jetzt ausmache, dann jetzt hat es klar gemacht und jetzt sind die gespeicherte Daten, wo ich für die Mähwerkseinstellung habe, sind übernommen. Sprich, ich habe jetzt hier mein Tempomat erster Stufe mit 10 km/h, könnt ihr euch vorher erinnern, war auch 10 km/h, dann die zweite Tempomatstufe, 53 km Straßenfahrt, dann leuchtet hier die Tasche oder der Punkt dahin, das ist meine Memo-Wendegeschwindigkeit, sprich wenn ich jetzt von vorwärts auf rückwärts schalte, dann beschleunigt er selber auf 4 km/h hier beim Rückwärtsfahren und meine Grenzlastregelung ist bei 14%. Dann ist hier jetzt die Heckkraftheber-Funktion, wie weit er aushebt, wie schnell er absenkt und auf Lageregelung oder Zuglageregelung habe ich jetzt hier vermittelt. Dann haben wir jetzt das blaue Steuergerät, das war ja vorher auch auf 10 und jetzt sieht man, jetzt ist das auf 21 und die Zeit ist auf 19 Sekunden. Und wenn ich jetzt die Zeit muss ich natürlich jedes Mal wieder wegmachen, weil ja MyVario die Funktion vom Mal vorher die Einstellung übernehmen nicht hat. Dazu ist er zu alt. Und wegen dem muss ich das wegmachen. Und das war eigentlich ja das Ganze dazu zu den Sachen einstellen. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, ich bedanke mich und schaffet schön, wie ihr seht, wir haben heute sogar einmal den Regen. Seid lange mal wieder. Also in diesem Sinne wünsche ich was. Ciao.